WDR Zeitzeichen. Stichtag heute. 26. Juli 1943. Der Geburtstag des Rockmusikers Mick Jagger. Bis zum Auftreten der Rolling Stones machten die jugendlichen Besucher, unter ihnen viele langhaarige Burschen und mini-berockte Mädchen, einen normalen Eindruck. Jedoch als die rollenden Steine sich auf die Bühne bemühten, begann die Verwandlung der Masse. Teenager und Twents schrien und schluchzten um die Wette. Bereits nach den ersten Takten gehörte die Sporthalle den Rolling Stones. Mit diesem Gitarrenriff, das hat alles verändert. Das war eine Art Urknall. Rocksänger Gerd Köster aus Köln galt manchen Kritikern in seiner Zeit bei Schröder Roadshow in den 80er Jahren als deutscher Mick Jagger. Bekennender Stones-Fan ist er bis heute. Ich war im selben Raum mit den Rolling Stones. Was da für Energie im Raum war, dann kam der erste Akkord und plötzlich war alles unter der Decke. Habe ich nie wieder erlebt. Wenn ich so um die Welt fahre und versuche, ein Mädchen aufzureißen, sagt sie zu mir, komm vielleicht nächste Woche wieder. Du siehst, ich habe eine richtige Pechsträhne. Ich kann einfach keine Befriedigung finden. Natürlich ist es vor allem der Sänger mit den riesigen Lippen und der wild obszönen Bühnenshow, der das Publikum ausrasten lässt. Jedes Mädchen im Publikum würde sich von ihm gern aufreißen lassen, jeder Junge mit ihm tauschen. Die Hysterie um Mick Jagger in den 60ern übertrifft locker die um Elvis aus den 50ern. Und beim Kreischen bleibt es selten. Rolling Stones Konzerte bedeuten Krawall, gerade in Deutschland. Mir war schon ein denkwürdiger Tag. Da haben sie Fahnenmasten vor der Sporthalle aus der Erde gerobbt und haben auf den Zaun eingedroschen. Ein paar hundert haben gestürmt, sind ohne Ticket rein. Da war das ja gang und gäbe, dass nach den Konzerten die Halle zurechtgerückt wurde. Nett, Sie kennenzulernen. Ich hoffe, Sie erraten meinen Namen. Was Sie vielleicht irritiert, ist das Spiel, das ich spiele. Da waren die Stones immer die Bösen, die haben die gelächelt auf den Fotos. Man wusste nicht, was sind das für welche. Die kommen ein bisschen bedrohlich daher. Das war spannend. Einfach ein bisschen aufregender als die Beatles. Wobei die Beatles sicher die musikalisch bedeutendere Band sind, aber die Stones waren die geileren. Mick Jagger, in Dartford, Südengland, als Sohn eines Sportlehrers und einer Kosmetikberaterin, in kleinbürgerlichen Verhältnissen aufgewachsen, studiert zwar Wirtschaft in London, liebt aber wie sein Freund Keith Richards Blues, Rhythm and Blues und Soul. Das sind die Wurzeln der Band, die sie mit Brian Jones 1962 gründen. Mit Coverversionen schwarzer Musik, mit düsterem Image und aggressivem Sound machen die Rolling Stones Furore. Doch der weltweite Durchbruch kommt erst, als Mick und Keith merken, dass sie das Talent haben, eigene Songs zu schreiben. Er kann so Punchlines schreiben, Jumping Jack Flash zum Beispiel. Keiner weiß, was das nun bedeutet. Eigentlich Hampelmann heißt, aber es klingt gut. Jumping Jack Flash, it's a gas, gas, gas. Die Zusammenarbeit mit Keith Richards wird legendär, wie der in seiner Autobiografie Live beschreibt. Zu der Zeit war ich derjenige, der das Riff, den Titel und die Melodie lieferte. Mick steuerte den Rest bei. Wir dachten nicht groß darüber nach. Eine meiner typischen Textzeilen ging etwa so: I met a fucking bitch in Somewhere City. Dann war er dran. Los Mick, dein Job. Ich hab dir das Riff gegeben, Baby, jetzt mach was draus. Mick kann wirklich Songs schreiben. Liefere ihm eine Idee und ab geht die Post. Klassiker, die erste Zeile, Honky Tonk Women. I met a gin so ballroom queen in Memphis. Und da hat er auch eine Marke mit kreiert, so eine Vocal Trademark. Eine ganz eigene Art, die Wörter zu kauen. Wenn er singt, hörst du sofort, er hat ganz viel schwarze amerikanische Musik gehört. Ende der 60er Jahre holt das böse Buben-Image die Stones ein. Diverse Verhaftungen, Drogen und Sexskandale sind ein gefundenes Fressen für die Paparazzi, die der Band in Scharen folgen. Mick kommentiert das Ganze sarkastisch, auch eins seiner Talente. Uns doch egal, ob ihr uns hetzt. Wir lieben euch.
Natürlich tun wir das. Ich liebe euch. Und ich hoffe, dass ihr nicht falsch liegt. Falsch liegt übrigens auch, wer Mick und die Stones als politische Band begreift, so wie viele 68er in der Bundesrepublik. Vor allem wegen Street Fighting Man. Denn das Rebellen-Image beruht auf einem Missverständnis. Der Sommer ist da und es ist Zeit für den Straßenkampf. Aber was kann ein armer Junge schon anderes tun, als in einer Rock'n'Roll-Band zu singen? Im schläfrigen London ist kein Platz für Straßenkämpfer. Ja, die Linken hören ja auch nicht immer richtig hin, wenn Mick Jagger singt. Ganz so ein armer Junge ist er da auch schon nicht mehr. Nach der Heirat mit der Schauspielerin Bianca Perez verkehrt er längst in der High Society. Die Stones gründen ihre eigene Plattenfirma und gehen aus Steuergründen nach Südfrankreich. Mick ist dabei die treibende Kraft. Keith kämpft zunehmend mit seinen Drogenproblemen. Nachdem sie in den 60ern doch ziemlich abgezockt worden sind, ist er auch ein sehr, sehr tougher Geschäftsmann geworden. Und ich glaube, das ist auch nötig, sonst ziehen die dich über den Tisch. Und dann hat der Jagger irgendwann gesagt, jetzt spiele ich mal mit. Schließlich war er ja an der berühmten London School of Economics. Die meisten Musiker haben ja eine sehr poröse Erwerbsbiografie. Und ein oder andere Semester BWL wäre vielleicht gar nicht so undienlich gewesen. Mick Jagger hat's gemacht. '72 entsteht in Südfrankreich Exile on Main Street. Viele Kritiker halten es für die beste Platte der Stones und eine der besten der Rockgeschichte. Doch es ist auch schon die letzte, die für die Entwicklung der Rockmusik noch relevant ist. Von nun an werden die Rolling Stones die alten Erfolgsrezepte nur noch wiederholen. Reichtum und Rock'n'Roll sind halt schwierig unter einen Hut zu bringen. Zudem eskaliert ab Anfang der 80er Jahre der Konflikt zwischen Keith und Mick immer mehr. Der hat alles unter Kontrolle und ist längst der unangefochtene Boss der Rolling Stones Company mit über 100 Angestellten. Generell ging es auch darum, dass Keith, nachdem er dann von der Nadel weg war, sich wieder ein bisschen mehr einmischen wollte. Das hatte Jagger all die Jahre gemacht, dass die plötzlich auf Augenhöhe kooperieren konnten. Das haben sie, glaube ich, nicht hingekriegt. Das war der Grundkonflikt. Meiner Meinung nach lag es vor allem an Micks beschissenem Kontrollzwang, der mir den letzten Nerv raubte. Ich glaube, es hat was damit zu tun, Mick Jagger zu sein. Er kann ganz einfach nicht anders, als dauernd Mick Jagger zu sein, schreibt Keith. Längst verbindet die beiden eine alte Hassliebe. Wir haben viel zusammen durchgemacht. Aber er war auf eine verquere Art besitzergreifend und wollte nicht, dass ich neben ihm noch andere Freunde hatte. Mick betrachtete mich als sein Eigentum. Er macht es einem nicht gerade leicht, sein Freund zu sein. Dabei geht es ohne die Band auch für Mick Jagger nicht. Die in den 80er Jahren geplante Solokarriere als Sänger und Schauspieler kommt nicht so in Fahrt wie geplant. Ich glaube, wenn die Soloalben erfolgreicher gewesen wären, dann hätte man nichts mehr gehört von den Stones. Er zog seine Fahne auf und musste sie dann wieder einholen. Ich bin deswegen nicht schadenfroh, aber es hat mich auch nicht überrascht. Auf lange Sicht musste er zu den Stones zurückkehren, um seine Identität zurückzugewinnen und damit sich selbst zu retten. Und so spielen die Rolling Stones immer weiter ihre Rolle als Greatest Rock'n'Roll Band of the World. Grundsätzlich sind sie live nur noch in Fußballstadien zu erleben, winzige Gestalten auf einer gigantischen Bühne, aufgeblasen in Überlebensgröße auf der Video Wall. Wenn ich meinen Stift in mein Herz rammen könnte und alles über die Bühne vergießen, würde es dich befriedigen? Oder wär's dir egal? Würdest du denken, der Junge ist komisch? Ist er nicht komisch? Mick Jagger lässt Snickers mit Satisfaction werben. Microsoft mit Start Me Up und VW mit dem Golf Rolling Stones. Die Bigger Bang Welttour 2005 bis 2007 erwirtschaftet über eine halbe Milliarde Dollar bei einem Steuersatz von 1,5%. Und das Handelsblatt schreibt über die Unternehmerpersönlichkeit Mick Jagger. Er ist der CEO einer Geschäftsführung, von der man viel lernen kann. Über Kontinuität in der Corporate Identity, hohen Awareness-Faktor und den unbedingten Willen, sich als Service-Dienstleister seiner Kunden zu verstehen. Die sind mir ein bisschen zu gierig, also weil du den ganzen Merchandise ansiehst. Das ist für mich ein bisschen peinlich, finde ich. Also ständig diese T-Shirts neu und dann wieder. Ja, aber die Leute kaufen es halt.
You have to really go easy. These audiences, you know, tend to be very conservative, you know. Well, they are. I mean, it's a very conservative music form anyway. Man muss wirklich vorsichtig sein. Das Publikum ist sehr konservativ. Rockmusik ist sowieso eine sehr konservative Musik. Meint Mick Jagger selbst. Und da hat er recht. Die sind konservativ. Die wollen von den Stones Honky Tonk Women immer wieder hören. I don't really think the establishment exists anymore. Ich denke wirklich nicht, dass das Establishment noch existiert, sagt Mick Jagger 2003 und lässt sich zum Ritter schlagen. Keith ist schockiert. Mick rief mich an. Das muss ich dir unbedingt erzählen. Tony Blair besteht darauf, dass ich mich zum Ritter schlagen lasse. Der Mick, mit dem ich aufgewachsen war, hätte jedem gesagt, dass er sich seine kleinen Ehrungen in den Arsch schieben kann. Ich hatte nicht geahnt, dass er diesem Scheiß tatsächlich auf den Leim gegangen war. Das ist schon eine extreme Rampensau, auch hinter der Bühne. Das muss man aber auch wollen, da muss man sich wohlfühlen und er fühlt sich offensichtlich auch da sehr wohl. It's Mick Jagger und ein Teil davon ist auch High Society, ganz klar. Dabei ist Mick Jagger aber ein moderner Konservativer und Pro-Europäer. In zwei neuen Solo-Songs aus dem letzten Jahr haut er seinen fremdenfeindlichen britischen Landsleuten den Brexit sarkastisch um die Ohren. Die Welt steht auf dem Kopf. Nur Verrückte und Clowns. Keiner spricht die Wahrheit. Das Irrenhaus regiert die Stadt. Reiß dich zusammen. Migranten strömen rein. Flüchtlinge kriechen dir unter die Haut. Mach sie klein, halt sie draußen. Intellektueller, halt dein Maul. Reiß dich zusammen. Heute wird Mick Jagger 75. Nach 7 Kindern aus 4 früheren Beziehungen ist er vor 2 Jahren zum 8. Mal Vater geworden. Und bis vor wenigen Wochen war er wieder auf große Europa- und Deutschland-Tour. Wie immer eigentlich. In einer Fußballmannschaft kann man den Stürmer auswechseln, auch wenn es ein guter Stürmer ist. Aber für mich gibt's halt keinen Ersatz. Also dass Mick Jagger mit 75 immer noch rumhampelt und das Sexsymbol gibt, das finden ja viele peinlich. Ich schmunzel da eher drüber. Ja, er macht nur seinen Job, er macht nichts anderes. Und den macht er nach wie vor gut, meint nicht nur Rocksänger und Stones-Fan Gerd Köster. Irgendwie scheint bei Rolling Stones-Konzerten von der Bühne immer noch eine besondere Energie auszugehen. Trotz hohen Alters, trotz Abermillionen, die sie gescheffelt haben, wenn sie auf der Bühne sind, das sind immer noch die Lümmel aus der Garage irgendwie. Mit dem Hochleistungslümmel am Mikrofon. Und das hat auch was irgendwie was Tröstendes, finde ich. Was hatte Mick Jagger 1967 noch dem Reporter von Hier und Heute vor dem Kölner Konzert ins Mikrofon gesprochen? Den deutschen Teenagern lassen die Rolling Stones ausrichten. Wir hoffen, dass sie glücklicher sind als ihre Eltern. Nach mehr als 50 Jahren lässt sich feststellen, diese Hoffnung hat sich erfüllt. Und einen kleinen, aber nicht ganz unwesentlichen Anteil daran hat auch Mick Jagger. Danke, Mann. Im Zeitzeichen gratulierte Thomas Pfaff zum Geburtstag von Mick Jagger, der heute 75 Jahre alt wird. Redaktion Michael Rüger.